können wir erstmal raus. Und kriege ich den da jetzt hinterher? Ja. Ich den da dran? Wohl nicht, oder? Bahnkreuzungspaket. Man pack's da ein, geht ja nicht anders. Jetzt kann ich da rein, können weiterfahren. Achso, und hier kann man da umstehen. Weg versperrt, okay. Ah, jetzt fährt er zum Start. Oh, jetzt hat er doch gerade hier einsnippen wollen, oder? Nächstes Fahrzeug rufen. Okay, dann fährt er von alleine hierher, auch sehr schön. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Taste drücken, um den Kompass zu aktualisieren. Okay. Dann kann ich hier betreten. Kann damit fahren. Richtung ändern. Aha. Interessant. Kriege ich jetzt hier Sauerstoff? Ich glaube schon, ne? Das ist alles mit Sauerstoff verbunden, sowas. Was mit dem Auto hier? Habe ich das schon mal gecheckt? Ich glaube nicht, ne? Man sieht auch so aus, als ob da nichts dran ist, oder? Verlassener Rucksack. Oh, da sind Sachen dran. Interessant. Forschungsprobe, das ist schon mal gut. Halt, stopp, den nehme ich mit. Forschungsprobe erstmal hier reinstecken. Was ist die Forschungsprobe? Da. Und jetzt habe ich den seltsamen Gegenstand benutzt. Und was passiert jetzt? Irgendwie dieser tolle Kringel ist da mehr nicht, ne? Weiß nicht, wofür der gut ist, keine Ahnung. ORTG, Erde, Ausrichtungsmodus, Verbindung. Ach, wir haben hier oben noch Grünzeug drin. Ich lasse da mal liegen und die machen wir mal da oben dran. Hier war die Lampe noch, wo wir die nicht unbedingt brauchen, ne? Habe ich hier schon mal irgendwo lang geguckt? Ich glaube nicht, oder? Na supi. Da sind so Bauteile alles. Oh, da gibt es noch mehr Bahnpfeiler. Ich dachte, wir alle. Okay, dann würde ich noch mal weiter bauen wollen. So, C. Fertig, Sichtung, okay. Da kommt der Zug. Gucken wir mal ins Missionslogbuch. Wunder. Hat es mich jetzt erschlagen oder was? Von solch. Okay. Frachtmodule zum Logistik-Turbo Glacio. Okay. Gefrorenes Argon zum Logistik-Turbo Glacio transportieren. 20. Kalidor-Gehäuse gescannt. Okay, dann haben wir noch 4 von 5. So, was liegt jetzt alles hier?
Das Schwerste wird wahrscheinlich die Hügel einnehmen sein, ne? Wen haben wir denn hier so? Santo. Roskase? Der schießt schon mal ganz gut eigentlich, oder? Počúvam. Ano? Was kann er denn hier? Ah, das ist gut mit konzentriertes Ano? Feuer an der Waffe da, das passt schon mal. Der kann Aufklärung, also mit dem Ano? sollten wir vielleicht mal weitergehen. Wir machen erstmal Pripravený. den hier und der kann ja mal diesen Bereich Overím pozíciu. auskundschaften, oder? Ťažká zbraň. Okay, da steht noch einer. Do posledného Nee, dychu. nee, 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 du bleibst Podľa erstmal rozkazu. da. Oh, rennt der schon los, ey. Áno. So, das ist aufgeklärt. Skriem sa. Áno, pane. Treibstoff ist auch cool. Ist uns gerade nichts, ne? Hier oben sind bestimmt die Unterlagen. Vielleicht sollten wir da mal gerade spionieren gehen. Kann Pripravený. er da was sehen? Jasná vec. So, warte mal, dann ist der Bereich da nicht mehr einsehbar. Ja, genau so ist es. Kriege ich dann einen neuen Bereich, wenn ich den hier mache? Mal Overím schauen. pozíciu. Vidím Okay, da nepriateľa. oben sitzt noch einer. Da steht ein Auto. Krit. Warte mal, die können. Oh, die sind ja auch ziemlich alle ohne Deckung, ne? Okay, der ist eigentlich im Maschinengewehr, oder? Rozumím. Ja. Pane? Was ist Pripravený. jetzt mit dem? Kryjem sa. Können ja mal in Deckung so ein bisschen gehen, vielleicht, Áno. ne? Zaujímam pozici. Musím sa niekam schovať. Du do krytu. Těžká zbraň. Hier ist keiner, oder? Der Fernglas aber. Hledám kryt. Nepřítel. Jdu do krytu. Musím se někam schovat. Jasná věc. Zaujímám pozici. Jdu do krytu. Hledám kryt. Vidím nepřítele. Da ist der Typ dann, ne? Wenn ich den Musst hier du herlocke, dann nicht wird der da unten erschossen, oder? Komm mal an den Tisch Prkačka. erstmal dran. Nepřítel. Zdá se, že se blíží velká nepřátelská hlídka. Důrazně doporučuji zautočit, dokud máme stále výhodu překvapení. V žádném případě nechceme, aby zavolali posily. Kapitán, našli jsme polné rozkazy, hlásení a žiadosti o rekvizici. Ukažte. Zdá se, že rudí sem byli nasazení kvůli nějaké speciální misi. Dobrý bože. To snad není pravda. Tohle hlášení prakticky naznačuje genocidu. Pane! Kommt er oder kommt er nicht? Das ist die Frage, ne? Ist natürlich jetzt doof gelaufen, ne? Da brauchen wir wohl mehr Leute, um da rein zu können. Obwohl, hier wird es angeblich gehen, ne? Už du. Nepřítel. Okay, da unten sind noch welche. Ja. Hledám kryt. Schwierig. Jetzt wird der Pfeil aus, dass die Truppen kommen, ne? Haben wir nicht irgendwo gegrillte Kastanienanstrich?
da. Das muss jetzt noch gebaut werden. Alles Rohholz, ne? Wir haben ein Rohholzproblem hier. Ist noch keiner dran, jetzt aber. Jetzt kriegen wir auch hier Rohholz wieder von den Fichten, ne? Sind es Fichten, ne? Kiefern. Das ist der einzige Ertrag, den wir hier momentan haben, kann das sein? Und wir sollten da vielleicht noch erweitern, oder? Die Birke. Die Birke wächst sogar noch schneller. Machen wir doch da eine Reihe Birke hin. Hier machen wir auch noch eine Reihe Birke hin. Okay, da kommen zwei Rohholz dann an. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Rohholz hier. Ah, wo hat er die hingebracht? Ah. Nicht hier rein, oder? Aha. Okay, Rohholz ist da. Warte mal, da ist schon abgeholzt worden. Dieses noch nicht. Glaube ich jedenfalls, oder? Ah, da steht nichts. Ne, da steht nichts mehr. Das heißt, ich kann da noch ein Zahnrad hinstellen. Hat er das jetzt hier hingebracht, tatsächlich? Das Häuschen ist jetzt fertig. Jetzt fehlt der Antrieb. Oh, da kommt einer zum Dammbau. Sehr schön. Hier ist Energie. Da ist es. Oh, der Damm wird gleich schon fertig gebaut. Das ist schon mal gut. Weil dann dreht sich das da auch gleich. Ich glaube, maximal zwei bringen die immer, ne? Ja. Wenn ich den jetzt auch einstelle, ne? Läuft dann hier mehr Wasser durch? Müsste eigentlich, oder? Ja, tatsächlich. Und das Rad dreht sich. Und hier dreht sich es bis dahin. Und hier noch nicht. Oh, hier ist auch fertig. Läuft es dann da durch? Es läuft nicht durch, weil wir hinten zugemacht haben, ne? Okay. Dann ist hier kein Wasser. Schwappt das hier über oder nicht? Auf 1 mache dann. Müsste es gleich hier überschwappen eigentlich, oder? Ja, da kommt's. Wenn ich das auf 1/2 stelle. Okay. Kommt hier immer noch was rein. Und hier kommt auch noch was rein. 3 Tage Dürre, okay, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Sauerstoff hier oben war nochmal Munition, ne?
Ich habe keine mehr. Ja. Noch einmal. Sauerstoff wäre noch hier. Da unten ist nochmal Munition gewesen. Alles gut, also. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich glaube schon, ne? Okay, das war jetzt nicht so schön. Was war das? Warte, war das gerade der Seevogel? Hä, was meinst du? Ich sehe nichts außer der pinkfarbenen Lieferbox. Bringen Sie ihn jetzt zurück, Sie warten auf Ihre Rüttung. Sie ihm zu sagen, wird nichts bringen. Ich muss nach oben und es Dr. Bacon sagen. Die Box klemmt unter einem Kalmar-Tentakel fest. Ich muss ihn sowieso durchschneiden, ob er wohl genießbar ist. Ich versuche es mit Bandschuh zu bringen. Ich bin so erleichtert, Lee, schauen. Ja. Komme ich so direkt aufs Boot? Ja, ich glaube schon. Puh. Ja, yeah, Lee, schauen, Lee, schauen. Wenn man bedenkt, dass sie unbeschädigt bleibt, oh, es ist überall Salzwasser. Ich werde dich sauber machen. Hier kommt Leas. Ups, ich habe aus Versehen Leas schon Text gesagt, obwohl ich hier der Meister bin. Jedenfalls ein Versprechen am Versprechen. Bitte sehr, ich sehe Stirnlampe. Es ist ein neues Modell, das ich bedarf, automatisch einschaltet. Muss gehen und Lee Shan dabei helfen, sich zu erholen. Auf Nimmerwiedersehen. Belohnung 500 Gold, schwarzer Essig 5-mal und Salz 5-mal. Puh, das ist wohl erstmal erledigt. Da fällt mir ein, ich habe das hier mitgebracht. Was soll ich nur mit diesem Riesen-Kalamar-Tentakel machen? Er riecht zu fütter, ich bin mir nicht sicher, ob man den zum Kochen verwenden kann. Ich muss Bancho anrufen. Rotes Scharfschützengewehr, 100% completed. 133 Meter war die beste Tiefe, die wir je erreicht haben. Das haben wir alles geholt. Ist schon mal was, ne? Salz, Soja, schwarzer Essig und Seetang. Und der möchte mit uns sprechen. Schließe den Tag ab und bereite alles bei Bancho Sushi vor. Jo, machen wir. Dann wollen wir mal Branko anrufen. Was gibt's, Dave? Unglaublich. Natürlich. Oh, jetzt ändern sich hier die Sachen, ne? Er ist mal positiv mit Dave. Riesen-Kalamar-Gericht. Bin ich gespannt, ob das jetzt nicht doch Stress ist. Okay, der Bewerter ist da, oder wie war das, ne? Oder? Dave, du bist etwas spät dran, alle haben auf dich gewartet. Wow, du bist schon fertig mit dem Kochen. Wann sind denn alle angekommen? Okay, jetzt haben wir hier Rede mit Cobra, mit Dr. Beck, mit Yoshi und Banjo, okay. Na, dann gehen wir mal los. Wir machen es erstmal mit Brancho, weil... Den Tag eines Riesenkörper, das ist wirklich eine sehr zu handhabende Zutat. Und unter diesem Stand sollte mir ermöglichen, das in Essen zu gelangen. Vielleicht noch immer die Zutaten. Gute Arbeit heute. Du hast wertvolle Zutaten mitgebracht. Das ist eine schwierige Zubereitung, aber das gehört zum Spaß am Kochen dazu. Und wie schmeckt es? Das Essen war schon immer gut, aber heute ist es spektakulär. Da wir sehr viel hatten, habe ich viel unterschiedliche Gerichte vorbereitet, obwohl wir sie unseren Gästen nicht anbieten können.
Für den Weg des grünen Schiffs scheint es kein Ende zu geben. Es ist gut, einen Weg zu haben, den man folgen kann. So ist es auch mit dem Erfolgreichen von Zutaten. Erforschen von Zutaten. Dave, bitte bleib dran und deines Tages werden wir erfolgreich sein. Bin ich sicher, was du meinst, aber sicher, ich bringe auf jeden Fall mehr Fisch mit. Sollen wir noch Klemmner brauchen wir? Essensverkäufer fehlt auch noch einer. Die Auerochsenweide funktioniert, ja. Mit drei Leuten. Komm, wir machen dann nur noch zwei rein. Wie sieht's denn mit Essen aus? Ein Stück Fleisch, zwei Fische. Kein Brot. Und was macht der Bäcker? Nix. Oh doch, hier passiert was, oder? Wie viel haben wir denn? Ah, ist schon alles aufgebraucht. Und wir haben Winter, ne? Die sind vielleicht am Hunger, ne? Deswegen geht dann hier die Kurve auch, glaube ich, runter. Kann das sein? Freisteller ist jetzt 0,7. Oder ist das rechts das, was wir gebaut haben und links ist das, was sie nutzen? Oder was sie brauchen? Ärzte haben wir nicht, das ist auch zu hoch entwickelt wahrscheinlich. Barbiere auch, hatten wir schon nachgeguckt. Badehäuser brauchen die nicht. Gasthäuser, das wäre vielleicht noch was. Kampfproben, Bühnen, Stadtschreier. Ich glaube, das, was wir da haben, ist erstmal alles passend. Brunnen sind da, Feuerstellen sind da. Hier ist auch einer, der was verkauft. Die können auch Holz kaufen. Jetzt hat das wieder eingelagert, das Holz. Leder gibt es hier auch zu verkaufen. Was haben wir denn hier für 6 Nutztiere? Der Marktschreier ist gerade abgehauen, glaube ich. Ja, ist erstmal gut so. Hier fehlt es definitiv am Stoff dann noch. 15 Stühle haben wir schon. Hier fehlt Stühle. Und da fehlen auch Stühle. Hier fehlt es und hier fehlt es überall. Zwei Stühle, 16 Stühle, 4 Stühle. Ist jetzt auch nicht so der Bringer. Wann gibt es hier die nächste Ernte? 9,8 Tage. Respekt. Vielleicht war das für das erste Jahr nur so wenig, ich weiß es nicht. Aber hier fehlt uns ja auch noch was, ne? Holt ja keiner hinten was weg, ne? Haben wir hier ausgewählt, ne? Wie sieht es hier aus? Oh, hier arbeitet sogar jemand. Okay. Der schuftet und macht Erz. Und wo sehe ich hier rechts das Erz? Ah, hier ist Erz. 8. Ich glaube, wir sollten den mal hier rausnehmen. Weil dann kann der hier nämlich die Kohlemine lieber betreiben. Die war doch hier, ne? Genau. Die wird auch tatsächlich gerade weitergemacht. Weil Kohle ist dann wichtiger für die Bäckerei. So, jetzt ist freigeräumt, jetzt müssen wir nur noch Dingens holen. Materialien. Wir müssen ja nach hier links weggelaufen. Weil hier ein Steinmauer ist, oder was? Ah doch, der hat sich hier irgendwas gefohlt. Okay. Das muss ich mir angucken, was der da jetzt mitmacht. Okay. Der läuft da so lang.